Hey und herzlich willkommen. Und ihr seht es im Titel und ihr habt es vielleicht gesehen, als ihr euch eingeloggt habt. Wobei, das sehen die meisten meistens nicht. Und zwar, der Termin für 7.0 steht fest. Es ist der 10.7. Das heißt, überhaupt nicht mehr lange hin. Das sind 2 Wochen. Und dann haben wir 7.0. Und ich bitte euch, mir all das, was ihr dann sehen wollt, auf jeden Fall, einmal unten in die Kommentare zu schreiben. Wer denkt kurz, wenn es eine neue schwere Instanz gibt, lass mich die mal eben testen, bevor sie dann als erfolgreich hochkommt. Und ich weiß ja nicht, wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf den neuen... okay, sind hier irgendwo Tauben. Auf den neuen Patch oder denkt euch eher so, meh. Was ich mich vor allem frage ist, was kommt dann? Also inwiefern wird es für eine Veränderung... oh, hier hat Nedi ausgemacht. Sorgen. Haben wir dann die Chance, vielleicht kommt schon bald das Platinärk-System, darüber wird ja auch immer wieder gesprochen. Und meine kleine Info, 10.7. sorgt auf jeden Fall mindestens dafür, dass ihr euch die Luna über das Veteranensystem vorher noch abholt. Weil wenn sie klammheimlich dann mit 7.0 das rausmachen, ärgert ihr euch nur im Nachhinein. Das heißt, ab dem 1.7. sind hier die Veteranen-Resets da. Das heißt, die Veteranenboni sind resettet worden am 1.7. bzw. vom 31.6. auf den 1.7. Und ihr müsst euch dann wieder, wenn ihr Veteranen seid, oberhalb von, ich glaube, 55 fängt es an, wieder neu eure Luna zu weisen. Das sind insgesamt, 1600 Luna, die ihr ansonsten vielleicht verliert. Man weiß es ja nie, solche Änderungen kommen ganz oft ganz klammheimlich. Es wird einmal selbstverständlich alle neuen Instanzen geben. Und wollt ihr, dass ich den Painter hochspiele und anteste? Ich weiß es nicht. Ich weiß selber nicht, wie ich zu der neuen Klasse stehe. Weil ich mir immer denke, passt das zu Arjon? Weil der ganz andere Skills hat. Er sieht anders aus. Die Skills sind, da oben läuft der Morph rum, sind viel, viel, viel farbintensiver. Also, viel farbintensiver. Oder ist das der Morph? Ich habe keine Ahnung. Nee, das ist garantiert nicht der Morph, das ist ein Rang 1er. Das war ein Rang 1er. Also, ich bin übelst gespannt, was da kommt. Wir werden trotzdem weiterhin den Aethertech hochleveln. Ich weiß nicht ganz, ob sich das Leveln ändern wird. Das heißt, wir sehen, dass der ist ja momentan 49. Oh Gott, habe. PvP hier anziehen. Routen. Das Problem ist immer, wenn ihr einen Rang 1er seht, ihr wisst nie, ist er jetzt wirklich Rang 1 oder hatte er nur keinen Bock auf Raid gehabt. Der scheint nicht sonderlich geiles PvP-Gear zu haben, vor allem weil er wegläuft. Aber daneben ist ein Offizier, das muss ich mir nicht antun. Wir töten mal eben den Bot. Tut euch selber einen Gefallen, tötet alle Bots, die rumlaufen. Umso mehr Bots ihr tötet, umso besser ist es fürs System. Ich bitte auch nochmal alle Elios, farmt bitte unsere Bots ab. Ja, ihr könnt euch super hier vorne meinen, die Bots relativ oft rauszulaufen, von diesen Obelisken aus. Und natürlich laufen hier unten auch durchgehend die Bots hoch, wenn ihr eine Killquest habt. Geht bitte einfach die Bots wegkillen. Damit tut ihr allen einen Gefallen. Und ja, in dem Sinne schwächt ihr die Fraktion, aber ihr stärkt den Markt, wenn ihr Bots tötet. Also tötet Bots. Auch dann mit 7.0, auch im neuen Gebiet, das wir uns auf jeden Fall anschauen wird. Das ist Dumaha. Und ich will mal kurz sagen, der Painter heißt halt im Deutschen der Kolorist. Da hätte man sich irgendwie einen geileren Namen ausdenken können. Ich weiß ja nicht, Kolorist ist so, hey, ich mal überall Farben hin. Hätten die nicht cooler nennen können wie der Sprayer oder so etwas. Irgendwas Cooleres halt. Ich meine, wirklich, der Kolorist hört sich an wie wenn man beim Friseur ist und Farbe kriegt. Ne, nicht so geil. Gut. Also, es wird auch einen neuen Belagerungskampf geben, und zwar von der Altarfestung. Oder Altarfestung? Ich bleib, glaube ich, bei Altar, das hört sich cooler an. Und es wird natürlich neue PvE-Instanzen geben, das Stella-Entwicklungslabor. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir absichtlich kein einziges 7.0-Video angesehen, um komplett
unvoreingenommen in den neuen Patch starten zu können. Nach dem Motto, was auch immer dann kommt, ist für mich neu, ist für mich schön. Gibt neue Erfahrungsberichte dann. Und ich muss ja sagen, wir sind endlich mal schnell. Wir haben damals noch immer ewig auf Patches gewartet. Und das scheint sich jetzt langsam zu bessern. Also, wie gesagt, schreibt mir bitte unten rein, was ihr als Video auf jeden Fall sehen wollt. Das wird... Also das ist sowas wie Assa-Instanzen. Sorry, ich habe keinen Assa. Also wenn es eine Klasse ist, die ich spiele, beziehungsweise hochspiele, das heißt SM, Itatech, Painter. Painter in Klammern. Wird sich anschauen, was auch immer es gibt. Ja. Das heißt, gebt mir Input. Ich reagiere darauf. Ich bin eh immer aktiv in den Kommentaren. Das kennen all die, die mich kennen, die schon längere Zeit lang auf dem Kanal aktiv bin. Da wollte ich auch nochmal sagen, danke, dass ihr immer so schön aktiv seid. An die, die regelmäßig in den Kommentaren sind. Wow, da gibt es Namen, die sehe ich halt wirklich jedes Mal. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. 2 Wochen oder noch nicht mal mehr 2 Wochen, wenn wir es genau nehmen, müssen wir noch warten. Dann ist der neue Patch da. Und natürlich ausgerechnet dann, wenn meine Klausuren anfangen. Aber egal, wir machen natürlich trotzdem die Videos für euch. Beziehungsweise, wieso rede ich von mir selber im Plural? Und, ihr wisst, was zu tun ist. Geht unten in die Kommentare und wir sehen uns. Bis dann.